Hallo, heute möchte ich euch meine 10 Lieblinge aus dem Drogeriebereich zeigen. Ich finde die Videos bei anderen YouTubern auch immer sehr interessant, denn es müssen nicht immer teure Produkte sein, die ihren Zweck erfüllen oder die auch gut sind. Deswegen dachte ich zeige euch jetzt meine 10 Favoriten und möchte sofort anfangen mit dieser Haarbürste hier, mit der ich mir jetzt gerade noch die Haare gekämmt habe, dass ich in dem Video einigermaßen ordentlich aussehe. Diese Haarbürste ist von Ebelin. Das ist eine mit solchen Wildschweinborsten. Die sollen eben besonders gut für die Haare geeignet sein, gerade für längere Haare, weil es einfach einfacher ist, durch die Haare damit durchzukämmen. Diese Haarbürste mag ich so gerne, weil sie sehr gut durch die Haare bürstet, gerade jetzt für meine langen Haare. Und Knoten, finde ich, kann sie auch sehr gut ausbürsten, im Gegensatz zu meiner anderen Haarbürste, die eben nicht diese Wildschweinborsten hat. Und das erleichtert eben das Durchkämmen und sie soll auch nochmal zusätzlich einen Glanz verleihen. Mein nächster Favorit, den ich euch zeigen möchte, ist dieser Labello Lip Butter in der Sorte Raspberry Rose. Dieser ist ja schon recht bekannt von der Marke Nivea, aber Nivea gibt es eben nicht im DM und soweit ich weiß auch nicht in den anderen Drogeriemärkten hier. Das gibt es eben nur in diesen Nivea-Häusern in Hamburg oder in anderen Städten. Und dieser von Labello ist eigentlich genau das gleiche vom Design her und den gibt es bei Rossmann, also auch gar nicht bei DM. Und ich habe auch keinen Rossmann in meiner Nähe und deswegen musste ich mir den mitbringen lassen. Den gibt es in 4 Sorten. Einmal in Natural, Macadamia, Karamell und in diesem Raspberry Rose. Mir gefällt der Raspberry Rose sehr gut, weil der Geruch sehr schön ist und er macht die Lippen wirklich, wirklich sehr weich. Also wenn man den aufträgt, hat man das Gefühl, als hätte man so einen Film auf den Lippen, der wirklich schützt. Also als hätte man nochmal so eine zusätzliche Haut über den Lippen. So fühlt sich das ungefähr an. Er ist auch sehr pflegend und man hat auch das Gefühl, dass er sehr viel Feuchtigkeit den Lippen spendet. Gerade im Winter ist das praktisch, sobald man in die Kälte geht, fangen die Lippen an zu trocknen. Und da ist es natürlich super praktisch, wenn man so einen Lippenbalsam dabei hat. Dieses Duschgel habe ich euch auch schon mal in einem Haul von mir gezeigt und habe euch auch da schon vorgeschwärmt, dass mir das sehr gut gefällt, weil es einen sehr intensiven Duft hat. Das gibt es ja auch noch in jede Menge anderen Sorten. Ich habe mich für die Sorte Kokosnuss entschieden, weil ich diesen Duft einfach liebe. Wenn man damit geduscht hat, dann duftet das ganze Badezimmer danach und man selbst duftet auch sehr, sehr lange. Also der Duft ist auf jeden Fall sehr langanhaltend. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil man einfach einen wirklich frischen Duft lange an sich hat. Meinen nächsten Favorit, den findet man nur bei DM. Das habe ich letztens entdeckt, als ich mit einer Freundin in der Stadt war. Und es ist so, dass unsere Supermärkte in der Stadt sehr weit auseinander sind. Und da dachten wir, okay, dann nehmen wir uns einfach einen schönen Drink bei DM mit. Das ist von Alnatura die Sorte Apfel-Johannisbeerschorle. Da steht auch, das ist neu, weil mir ist es davor auch noch nie aufgefallen. Und ich war sofort begeistert davon. Das schmeckt so gut. Also das müsst ihr unbedingt mal probieren, wenn ihr bei DM seid. Ich finde, das schmeckt auch sehr besonders und nicht so ähnlich wie die ganzen anderen Getränke in dieser dunkelroten Farbe, wie zum Beispiel von Fruchttiger oder von Punica, sondern das hat auch nochmal so diesen Apfelgeschmack mit drin. Und das Tolle an dem Getränk ist, ich hatte es ja den ganzen Tag dabei und habe es dann nochmal abends neben mein Bett gestellt und nochmal dran getrunken. Und es war ja dann nicht mehr so schön kalt, so wie es am Anfang war. Und das hat immer noch total gut geschmeckt. Also das habe ich sehr selten bei einem Getränk, dass wenn es schon so Zimmertemperatur hat, dass es dann noch gut schmeckt, weil meistens, wenn dann die Kohlensäure raus ist und wenn es dann schon so warm schmeckt, dann schmeckt es meistens gar nicht mehr. Also wie zum Beispiel von Fanta oder so, das schmeckt mir gar nicht, wenn es nicht eisgekühlt ist und das schmeckt wirklich gut. Auch wenn es warm ist, probiert es aus. Ich finde es wirklich eine Empfehlung wert. Deswegen wollte ich es auch in meine Drogeriefavoriten mit reinnehmen, obwohl es jetzt nichts mit Beauty zu tun hat. Zum Abschminken benutze ich sehr gerne von Balea die sanfte Reinigungsmilch. Ich bin nicht so der Fan von diesen ölhaltigen Make-up-Entfernern
und mag es sehr gerne, wenn ich so eine Reinigungsmilch verwende, um mein Make-up mit so einem Wattepad zu entfernen. Ich trage das dann einfach auf das Wattepad auf, mische es ein bisschen mit Wasser und dann schminke ich mich damit ab. Und das habe ich euch auch schon mal in einem Favoritenvideo im Sommer gezeigt und ich benutze es auch immer noch sehr gerne, weil es auch gar nicht die Haut so reizt. Also es ist nicht so, dass wenn ich es mir jetzt auftrage und mal ein bisschen in die Augen kommt, was ja ganz normal ist, wenn man sich das Augen-Make-up abschminkt, dass es dann brennt oder so. Überhaupt nicht. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil ich habe nämlich auch eine Reinigungsmilch von einer etwas teureren Marke und da passiert es mir ab und zu, dass wenn ich was ins Auge bekomme, dass es dann richtig anfängt zu brennen. Und das passiert eben nicht bei dieser Balea-Reinigungsmilch. Das kostet auch nur 79 Cent und die Flasche ist echt groß. Also da braucht man wirklich lange, um das aufzubrauchen. Meinen nächsten Favorit, den habe ich erst vor ein paar Tagen gekauft. Und muss sagen, ich bin wirklich, wirklich sehr begeistert. Das ist so ein Topcoat, um die Nägel einfach ein bisschen glänzender aussehen zu lassen. Und ich hatte den schon mal, den haben sie auch von der Konsistenz verändert. Und das ist eben das Positive an diesem Nagellack. Denn früher, wenn ich diesen Topcoat aufgetragen habe, haben die Nägel nach einer Zeit angefangen, so, wie soll ich sagen, man konnte den Nagellack dann so ein bisschen abziehen. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen wie eine Folie konnte man den Nagellack abziehen. Und das hat eben jetzt sich geändert. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Ich habe den Nagellack jetzt am 31.12.2013 aufgetragen und wir haben heute den 3. Januar. Also es hält jetzt schon 4 Tage und der Nagellack sieht immer noch so aus wie vor 4 Tagen, als ich ihn mir frisch aufgetragen habe. Und das ist wirklich eine Empfehlung wert. Und ich finde, er verleiht den Nägeln auch nochmal einen sehr schönen Glanz. Den Nagellack empfehle ich auch denjenigen, denen das auch passiert ist, dass man den Nagellack dann abziehen konnte. Also das ist jetzt mit dem neuen Nagellack, also aus dieser Studio Nails Serie, ist das nicht mehr der Fall und bin wirklich sehr begeistert. Also der Nagellack nennt sich Essence Studio Nails Better Than Gel Nails. Top Sealer. Meine nächste Empfehlung ist dieses Shampoo hier. Das wurde auf YouTube ja auch schon sehr gehypt. Und ich hatte ja mal erzählt, dass ich das Paula Mitchell Shampoo verwendet habe. Und dass meine Haare einfach ziemlich schnell fettig geworden sind. Nach einem Tag waschen und am nächsten Tag waren die Haare gleich fettig. Und musste einfach mal ein Shampoo wechseln. Seit über einem Monat benutze ich dieses Wasi Shampoo aus der Long Shampoo Serie. Und passend dazu jetzt seit neuestem die Spülung. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also ich bin so begeistert, so ein tolles Shampoo hatte ich wirklich noch nie. Ich finde es besser als das Paul Mitchell Shampoo, als mein damaliges Pantene Pro-V Shampoo. Was mir an diesem Shampoo einfach unheimlich gut gefällt, ist, dass es wirklich sehr ergiebig ist. Man braucht wirklich, wirklich nur so eine kleine Menge und man kann es wunderbar verteilen in den ganzen Haaren. Gerade bei mir ist es ja ein bisschen schwierig. Bei meinen langen Haaren möchte ich ja auch immer viel Shampoo benutzen, damit auch meine ganzen Haare das Shampoo abkriegen. Und dadurch ist das Shampoo auch gar nicht mehr so teuer. Das Shampoo kostet in der Drogerie 5,95 Euro und habe es jetzt schon seit über einem Monat und es ist immer noch zur Hälfte voll. Und das muss ja mal bei meinen langen Haaren mal was heißen. Also das ist wirklich super und vor allem haben sich meine Haare in ihrer Struktur total verbessert. Meine Haare fühlen sich, seitdem ich das Shampoo benutze, viel, viel stärker an. Also so viel voller einfach. Also nicht mehr so, dass die Haare platt runterhängen, sondern dass sie wirklich schön voll sind und ja, eine starke Struktur dem Haar verleihen. Aus der Drogerie benutze ich auch sehr gerne von Taft dieses Volumen-Haarspray. Ich benutze Haarspray, damit ich meine Haare, nachdem ich meine Frisur gemacht habe, nochmal fixieren kann. Zum Beispiel durch diese Babyhärchen, die man ja hat, die noch ein bisschen abstehen. Dann gebe ich einfach dieses Haarspray drüber und schon halten die Haare super. Auf jeden Fall verleiht es den Haaren auch nochmal Volumen. Also falls ihr das in eure Haare sprüht, also so in eure Haare und so ein bisschen nach oben macht, dann verleiht es den Haaren auch nochmal Volumen oder eben nutzt es einfach, um die Haare nochmal zu fixieren. Das Tolle an dem Haarspray ist, dass es auch nicht die Haare verklebt, weil ich mag das überhaupt nicht, so Haarlack, wo man dann
danach die Haare richtig auskämmen muss und wirklich gar nicht mehr durch die Haare kommt, weil sie einfach so verklebt sind, und das macht eben dieses Haarspray nicht. Das gibt es auch in einer kleinen Größe zum Reisen, finde ich super. Hatte das dann auch schon in der Türkei dabei, weil ich nicht diese Riesenflasche mitnehmen wollte. Oder auch wenn man unterwegs ist, sind diese kleinen hier super. Meine Lieblingsmascara aus der Drogerie ist die I Love Extreme Mascara. Die mögen ja auch sehr viele YouTuber und ich dachte, ich probiere sie einfach mal aus, aber sie ist wirklich super, denn ich finde, sie bröckelt gar nicht. Also bei vielen günstigen Mascaras ist es schon vorgekommen, dass wenn ich abends von der Schule nach Hause kam, dass ich hier ganz viele Brösel entdeckt habe, die dann im Laufe des Tages von meinen Wimpern ist die Mascara dann runtergebröselt, und das finde ich geht natürlich gar nicht. Gerade wenn man mal auf ein Event geht und dann Mascara drauf hat, dann möchte man sich ja nicht Sorgen machen, dass dann hier am Abend dann ganz, ganz viele schwarze Flecken sind. Das macht diese Mascara nicht, und ich finde, sie verleiht den Wimpern wirklich sehr schönes Volumen. Man kann sie sehr gut aufbauen, das heißt, wer es eher mag, dass die Wimpern getrennt sind und definiert, da reicht eine Schicht. Oder wer es auch gerne sehr voluminös mag, der kann natürlich diese Mascara auch super gut schichten. Die Mascara kostet nur 2 Euro und mag sie wirklich sehr gerne. Als letztes habe ich für euch von L'Oréal dieses Elvital Öl Magique. Das mag ich sehr gerne, weil ich finde, dass wenn man Haaröl verwendet, dass die Haare irgendwie sich viel gepflegter anfühlen. Also ich benutze das sehr gerne manchmal, nicht immer, aber wenn ich das Gefühl habe, meine Haare werden hier hinten trocken, zum Beispiel wenn es jetzt draußen kalt ist und hier solche, ich nenne sie immer Nester, entstehen durch den Schal und total verknotet sind, dann benutze ich nach der nächsten Haarwäsche dieses Öl und verteile es sehr gut in meinen Haaren und föhne sie danach trocken. Und dieser Geruch, der Geruch, der ist so toll. Also ich habe das noch nie erlebt, dass ich manchmal da sitze und an meinen Haaren schnuppere. Also das ist wirklich selten der Fall. Ich finde viele Gerüche sehr angenehm, zum Beispiel auch von dem Wasi Shampoo. Aber es gibt nicht so viel, wo ich jetzt wirklich sage, oh, da muss ich jetzt aber dran schnuppern. Aber das ist bei diesem Haaröl der Fall. Ich finde es wirklich, wirklich super. Es ist auch inzwischen sehr teuer geworden. Damals, als es neu rausgekommen ist, hat es nur 6 Euro gekostet. Und jetzt kostet es inzwischen schon fast 10 Euro. Ich werde es mir jetzt demnächst nachkaufen, denn es ist jetzt leer gegangen. Oder beziehungsweise da ist jetzt noch ein Tropfen drin. Den werde ich noch verwenden und dann werde ich mir aber ein neues holen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde es sehr interessieren, ob ihr vielleicht auch ein Produkt verwendet, was ich jetzt in dem Video gezeigt habe, was ihr zu dem Produkt sagt oder was generell eure Lieblingsprodukte aus der Drogerie sind. Dann können wir uns in den Kommentaren so ein bisschen austauschen, weil ja auch viele sehr gerne wenig Geld für gute Produkte ausgeben. Ich denke, das machen wir alle gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein positives Feedback hinterlasst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann!